Aber hi, Grüße aus dem Mason. Hab heute noch einen faulen Tag. Eigentlich sitze ich bloß den ganzen Tag auf dem Campingplatz, hab ein bisschen gelesen, bisschen im Internet gelesen, soweit das hier ging. Ich habe ja Campingplatz, hat ja kein Internet. Und Handyempfang ist auch total scheiße. Ich hab hier total lange, Ladezeiten. Ich höre und lese immer wieder in diversen Foren und auf Facebook und überall, dass es enorm Infobedarf über Strom im Auto beim Camping gibt. Also habe ich mich mal entschlossen, euch hier mal ein bisschen mehr darüber zu erzählen. Also ob lieber Zusatzbatterie, Powerstation, Strompacks oder Umklemmen der im Auto eingebauten Originalsteckdose von Aufklemme 30, also Dauer Plus. Die in den meisten Fällen ausgeht, wenn die Zündung auch ausgeschaltet ist. Wer nochmal ein Handy oder eine Taschenlampe im Auto laden will, der sollte sich einfach die Steckdose umklemmen. Das reicht, die Sachen ziehen nicht zu viel Strom. Das ist eine einfache Sache. Ihr müsst euch aber dabei trotzdem im Klaren sein, wenn ihr irgendwas anschließt an so eine Steckdose, die immer Strom hat, dass im Notfall oder dass im blöden Fall am nächsten Morgen kein Start mehr möglich ist, weil einfach die Batterie zu weit runtergezogen ist. Beim Handy mag das wohl eher nie auftreten, aber mit der Kühlbox könnte es dann unter Umständen schon enge werden. Also was tun? Ihr solltet euch zumindest erstmal genau überlegen, welche Geräte wollt ihr nutzen und wie lange sollen die funktionieren, ohne dass ihr die Batterie nachladen müsst. In der Bedienungsanleitung oder auch im Typenschild auf eurer Kühlbox stehen die Verbrauchswerte in Ampere oder in P Watt. Die Leistung. Ich bringe das jetzt mal ein Beispiel von meiner Kühlbox. Die benötigt sogar eine Leistung von 40 Watt. Wenn der jetzt zum Beispiel über 2 Tage ohne Nachzuladen der Batterie durchlaufen soll, muss die Batterie natürlich auch so viel Leistung haben wollen. Die Leistung der Batterie wird in Amperestunden angegeben, AH-Punkt abgekürzt. Deshalb ist jetzt etwas zu rechnen nötig. Rechnet einfach mal den Strom, diese 40 Watt, in den Strom um. Hier könnt ihr ganz einfach die PUI-Gleichung nutzen. P ist U mal E. Einfach mit dem Dreieck umzustellen, haltet dazu einfach den zu errechnenden Wert zu. Wenn ihr jetzt den Strom I zuhaltet, seht ihr, I ist P durch U. Strom in Ampere ist Leistung in Watt durch Spannung in Volt. Also anders gesagt, Leistung, unser Kühlschrank hat 40 Watt durch 12 Volt, ergibt 3,3 Ampere. Unser Kühlschrank zieht also 3,3 Ampere. Wenn der Kühlschrank jetzt eine Stunde lang arbeiten soll, benötigt er dazu eine Leistung von 3,3 Amperestunden.
Diese möchte jetzt mit eurer benötigten Zeit multiplizieren. 3,3 Amperestunden mal 48 Stunden, wir haben gesagt 2 Tage, das wären 158,4 Amperestunden. Das heißt, ihr braucht eine Batterie, die 158,4 Amperestunden speichern kann. Da so ein Kompressorkühlschrank aber nur ein paar Minuten läuft und einige Mal in der Stunde einige Minuten eingeschaltet ist, relativiert sich die Zeit natürlich wieder ein bisschen. So viel verbraucht das jetzt auch nie. Das ist aber schlecht auszurechnen, weil das auch von der Umgebungstemperatur und den Energiewerten vom Kühlschrank zusammenhängt, wie schnell der sich wieder erwärmt, wenn der läuft und was auch immer. Ich habe meinen Kühlschrank jetzt so ungefähr 3 Jahre in Betrieb und kann aus Erfahrung, ich werde sagen, nach 2,5 Tagen möchte ich die Batterie wieder laden. Da wird es dann enger mit dem Kühlschrank. Ich habe hier eine 150 Amperestunden Li-Fe Pro 4 Batterie drinnen. Also Lithium, Ferro, Pro, wo stand denn das? Keine Ahnung. Kann ich jetzt gar nicht sagen. 150 Amperestunden, der Strom reicht bei mir auch mit Betrieb von Laptop und Laden der Kamera und Handy bequem über 2,5 Tage. Ja, Powerstation oder Festeinbau. Was solltet ihr nehmen? Ich empfehle ganz klar einen Festeinbau einer zweiten Batterie. Oder notfalls eine Powerstation, die ihr fest anschließen könntet an die Autobatterie. Auf keinesfalls über die im Auto vorhandene Steckdose. Hier ist in der Regel bloß ein Strom von 10 bis 15 Ampere möglich. So hoch sind die abgesichert, so dick sind die Kabel. Aber das ist eigentlich schon grenzwertig, wenn schon alleine am Stecker ein bisschen Dreck dran ist, wenn der Kontakt nur etwas schlecht ist, ist hier mit einer enormen Wärmebelastung zu rechnen, die bestenfalls nur die Steckdose zerstören kann. Und auch sind die 15 Ampere, die ihr höchstens habt, reichlich wenig, um die Powerbox, wenn ihr eine mit 150 Watt habt, Amperestunden, die müsste ja dann auch mindestens 10 Stunden laden, um wieder voll zu sein. Ihr müsstet also dann auch wieder 10 Stunden am Stück fahren, damit die Box dann wieder gefüllt ist. Wenn ihr eine Powerbox fest anschließen wollt, kann ich euch aber keine Tipps weitergeben. Das ist dann abhängig vom Hersteller und da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Systeme, wie man die dann anschließt. Welche, die haben einen Laderegler drinne, welche, da braucht ihr noch zusätzlich was am Auto und was weiß ich. Und ob das überhaupt so vorgesehen ist vom Hersteller, kann ich nicht dazu sagen. Weiter zum Einbau einer Zusatzbatterie. Ihr könntet jetzt einfach eine zweite Batterie einbauen und die direkt an die vorhandene Fahrzeugbatterie anschließen. Dann habt ihr jetzt zwar die doppelte Energiemenge vorhanden, aber die Gefahr, dass früher das Auto nicht mehr anspringt, weil ihr alles runtergenudelt habt, ist immer noch gegeben. Also die billigste, einfachste Lösung wäre hier ein Trennrelais, was die Batterien erst dann zusammenschaltet, wenn der Motor läuft. Wenn ihr dann hier eine gleiche Batterie wie die Starterbatterie verwendet wird, mag das gehen. Aber auch hier sollte es der gleiche Hersteller und die gleiche Kapazität der Batterie sein. Wenn man da Unterschiede hat, könnte es Probleme geben. Also das Beste wäre dann auf alle Fälle, aber bei einer Lithium-Batterie solltet ihr dann
einen Ladebooster einbauen, weil die Lithiumbatterie eine höhere Ladeschlussspannung hat, wie die im Auto vorhandene AGM-Batterie, wird die das sonst nie vollgeladen. Dazu kommt dann noch, dass bei den meisten modernen Autos die Lichtmaschine geregelt wird und die Fahrzeugbatterie nur so viel Leistung bekommt, wie auch verbraten wurde. Um das zu umgehen, solltet ihr auf alle Fälle einen Ladebooster umbauen. Der lädt die Batterie dann auch erst, wenn der Motor läuft, aber der funktioniert wie ein normales Ladegerät. Der misst auch den Strom und die Spannung und regelt die Spannung dann so, dass ein bestimmter, je nach Ausführung, eingestellter Strom in die Batterie geladen wird. Hier müsst ihr dann sehen, es gibt verschiedene Ladebooster. Hier solltet ihr auch auf den Ladestrom achten. Gerade die Lithium-Batterien vertragen zwar mehr als die AGM-Batterien, aber haben auch bloß einen bestimmten zugelassenen Strom. Also solltet ihr hier auf den Ladestrom achten, der für eure Batterie zugelassen ist. Aber den auch nicht zu hoch wählen, damit die Fahrzeugelektrik nicht zu sehr überlastet wird. Ich habe hier im Video einen 60 Ampere Ladebooster eingebaut und der läuft jetzt seit 2 Jahren ohne Probleme. Super. Der Ladebooster wird dann direkt an die Fahrzeugbatterie angeschlossen. Natürlich müsst ihr eine ausreichende Sicherung möglichst nah am Anschluss der Batterie mit einbauen. Falls das Kabel mal irgendwo beschädigt wird und Kontakt zur Masse bekommt, könnte es sonst ganz schnell zum Brand kommen. Das ist nicht ganz so ohne, was in einer Batterie steckt. Das solltet ihr natürlich mit allen Kabeln und Anschlüssen an eure Zusatzbatterie dann machen. Auch wenn ihr die Kabel noch so ordentlich verlegt. Das kann immer mal was passieren. Und beim Kurzschluss könnte sich ein Kabel auch kurzzeitig festschweißen durch den hohen Stromfluss. Und der Kurzschluss, weil ihr das Kabel kriegt ihr dann nicht mehr ab. Und da ist der Kurzschluss nicht ohne weiteres zu beheben. Und ganz schnell ist das Auto abgebrannt. Ich habe mir hier in meinem Fall die Box besorgt und hier alle Komponenten eingebaut. Ich habe die Batterie. Hier habe ich die Batterie. Rechts davon mein Ladebooster und links ganz unten meinen Inverter. Um auch hier 250 Volt im Auto zu haben. Am Massepol der Batterie habe ich hier noch einen Shunt für meinen Batteriewächter. Aber den könnt ihr erstmal außen vor lassen. Der wird in der Regel nie weiter benötigt und ist je nach Ausführung eures Ladeboosters bekommt ihr auch von dem diverse Infos über die Ladung und den Ladezustand. Ich habe in der Box noch eine Sicherungsleiste, auf der alle angeschlossenen Verbraucher noch mit abgesichert sind. Und wie gesagt, als Autoelektriker, was man da manchmal so zu sehen bekommt, was manche sich da im Auto für Sachen basteln, macht euch auf alle Fälle Gedanken, warum und wohin man eine Sicherung baut. Und was passieren könnte, wenn die Kabel mal irgendwo scheuert oder beschädigt werden könnte.
Das ist das A und O. Lasst möglichst keine Kabel ungesichert und wenn es nicht anders geht, lasst nur kurze Kabel stecken bis zur Sicherung ungesichert und achtet darauf, dass hier nichts weiter wackeln und gegen Masse kommen kann. Und dann habe ich noch die beiden Solarmodule hier, jeweils 100 Watt. Naja, bei voller Sonne, über den Tag gerechnet, kriege ich hier vielleicht 10% wieder geladen. Hab aber jetzt am Abend, gerade mit Rechner, jetzt habe ich ja noch so einen größeren Fernseher mit am Laufen und verbrauche ein bisschen mehr Strom. 20 bis 30% habe ich am Abend Stromverbrauch. Oder im Winter habe ich dann meistens noch so eine Fußbodenheizung. Da bin ich auch ganz schnell auf 30%. Ich blende hier mal kurz ein Video ein, weil ich zum Thema gefunden habe. Da seht ihr, was passiert, wenn keine Sicherung verbaut wird. Ja, das ist mal ganz kurz zum Thema. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was Neues erzählt und ein bisschen helfen können. Wenn ihr noch Fragen habt oder Vorschläge, meine gesamte Stromversorgung steckt in dieser Box hier. Hab's schlecht aufgeräumt, ich weiß. Ja. Und zwar, was habe ich hier? Also erstmal ausgangsseitig, ich habe hier die Schalterpaneele. Ich fand es ganz interessant am Anfang, weil ich hier zumindest mal die Spannung angezeigt kriege. Ich habe mir dann im Nachhinein noch einen Batteriewächter in besseren zugelegt, aber hier hat man erstmal einen groben Überblick. So, hier habe ich im Prinzip eine Fußbodenheizung dran, mehr oder weniger Spielerei. Sind 100 Watt. Ich sag mal, es wird warm an die Beine, aber jetzt zum Aufheizen des Autos ist das nichts. Und zumal es saugt ja die Batterie ziemlich schnell leer. Das zweite ist eine Pumpe, erkläre ich ein andermal, um meinen Wassertank wieder aufzufüllen. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Ja. Die Elektrik von einem Autoelektriker, was der privat macht, ist immer schlampig. Ganz unten seht ihr meinen Ladebooster. Der bringt für meine, sobald der Motor läuft, einen konstanten Ladestrom von 50 Ampere. Das heißt, die Spannung wird so geregelt, dass die Batterie immer mit den 50 Ampere geregelt wird. Wenn die jetzt etwas weiter geladen ist, wird die Spannung noch etwas erhöht, dass immer die 50 Ampere fließen. So, wie gesagt, ich habe hier die
50 Amperestunden Batterie. Und hier dran ist der Shunt für meinen Spannungswächter. Unten drunter habe ich eine kleine Sicherungsbox. Hier ist alles abgesichert, weil ich an Verbrauchern extern habe. Und hier habe ich eingangsseitig vom Auto kommt eine Sicherung. Die habe ich direkt an der Autobatterie auch. Das Pluskabel wird direkt an die Autobatterie angeschlossen. Also ist hiermit abgesichert, dass wenn auf dem Weg von der Autobatterie bis hierher irgendwo ein Kurzschluss ist, auf beiden Seiten dann die Sicherung durchbrennt. So, und dann habe ich hier ausgangsseitig an der Batterie noch einen Inverter, damit ich auch meine 220 Volt habe. Ja, das ist eigentlich alles. Ja, das ist mal ganz kurz zum Thema. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was Neues erzählt und ein bisschen helfen können. Wenn ihr noch Fragen habt oder Vorschläge, bitte schreibt sie in die Kommentare und drückt mal bitte auf Gefällt mir und abonniert meinen Kanal. Ciao.